Hallo, heute wird die Dupe-Reihe fortgesetzt, denn ich habe einen ganz heißen Tipp bekommen von einer sehr, sehr lieben Zuschauerin. Sie verfolgt mich auch schon sehr, sehr lange, die liebe Jasmin. Sie hat nämlich gesagt, es gibt ein Dupe zur Naked 3 Palette und die habe ich mir natürlich sofort bestellt, noch am selben Abend. Und zwar ist das hier die Makeup Revolution Ionic 3. Und ja, so sieht das Schätzchen aus. Also sie ist von der Verpackung her nicht der Naked 3 nachgemacht, so wie das ja beim Dupe der Naked 2 der Fall war. Aber trotzdem finde ich die Verpackung von der Ionic 3 richtig hübsch. Also die ist hier vorne ja komplett durchsichtig und man kann sich gleich die Farben anschauen. Also ich finde das sehr hübsch zum Anschauen, auch sehr gut gemacht. Dann swatchen wir jetzt natürlich alle Farben einmal durch und gucken uns die einmal an, ob sie sich denn auch ähneln. Die erste Farbe ist Strange. Das ist so ein matter, vanillefarbener Ton. Und ich finde auch, die gleichen sich komplett und auch von der Qualität. Also die beiden sind sehr gut pigmentiert, ohne zu krümeln. Also das sieht schon mal sehr vielversprechend aus. Kommen wir zur Farbe Dust. Das ist im Original so ein Roseton mit ganz viel grobem Glitzer. Und das Dupe dazu ist einfach derselbe Ton. Also die Farbe ist komplett gleich, nur ohne dieses ganze grobe Glitzere. Und deshalb gefällt mir das Dupe sogar sehr viel besser. Also hier einmal oben das Dupe, unten das Original geswatcht. Hier also schon der erste Pluspunkt für das Dupe. Ich benutze nämlich diese Farbe eigentlich sehr, sehr gerne, nur stört mich das eigentlich immer, wenn diese groben Glitzerpartikel hier in das Gesicht fallen und dann sieht das immer so ungepflegt aus. Deshalb ja, habe ich heute auch das Dupe drauf, also die komplette Dupe-Palette. Die Farbe Burnout ist ein Pink, das so ein bisschen ins Peachige reingeht, aber das Dupe dazu ist eher so ein bisschen mehr ins Lila-Farbene rein, aber da muss man wieder so pingelig sein, wenn man das sehen möchte. Aber beide sehr gut pigmentiert und beide mit einem schönen Schimmer. Die Farbe Limit ist so ein mattes Aubergine und das ist im Original zwar besser pigmentiert, aber das Dupe ist irgendwie farbintensiver. Also das ist irgendwie schwer zu erklären. Aber ansonsten ist die Farbe wirklich wieder sehr gut getroffen. Dann kommen wir zur Farbe Buzz und das ist wieder ein Schimmerton und da ist es wirklich ein 1:1 Dupe. Also da sehe ich überhaupt keine Farbabweichung und auch nicht, wenn ich die Hand so ein bisschen drehe und wende. Auch vom reflektierenden Licht wird das irgendwie nicht verändert und deshalb ja, ein wirklich sehr, sehr gutes Dupe dazu. Die Farbe Trick ist sehr interessant. Die changiert nämlich zwischen Rot, Gold, Gelbgold und auch so ein bisschen Peach, je nachdem wie das Licht einfällt. Aber beim Dupe ist das eher so, dass das Rotgold mehr im Vordergrund steht. Aber ich muss sagen, ich fand jetzt, dass das Dupe ein Ticken besser pigmentiert war. Die Farbe Nuna ist wieder so ein auberginefarbener matter Ton. Der ist aber im Gegensatz jetzt zur Farbe Limit ein bisschen stärker, kräftiger und dunkler. Aber ansonsten muss ich sagen, Dupe und Original sehe ich absolut gar keinen Unterschied. Also das ist ein perfektes Dupe. Die Farbe Laie ist ein Aubergine mit roséfarbenen Schimmer und da ist auch wieder Dupe und Original sehr, sehr gleich. Und das gilt auch für Factory und auch hier sehe ich bei der Qualität überhaupt gar keinen Unterschied. Also beide lassen sich mit zwei Schichten wirklich so super deckend auftragen. Und jetzt nähern wir uns auch langsam diesen etwas dunkleren, movigeren Tönen. Mugshot ist eines meiner liebsten Farben aus dieser Palette und das ist ja auch wieder so ein Aubergine mit silbrigem Schimmer, aber der ist nicht so farbintensiv wie jetzt das Dupe. Also das Dupe ist nochmal ein Ticken dunkler und reflektiert das Licht nicht so hell zurück, wie das Original. Aber ansonsten, auch von der Farbnuance her, ist das wieder sehr gut getroffen. Darkside ist so ein dunkles Lila, das sehr gut für die Lidfalte geeignet ist. Und auch hier sehe ich absolut keinen Unterschied zwischen den Farben. Es ist jetzt kein so extremer Schimmer wie bei den anderen vorherigen Farben, sondern es ist ein bisschen samtiger vom Finish her, aber auch nicht matt. Die letzte Farbe ist Blackheart und eigentlich ist das ein mattes Schwarz, aber da drin sind ganz, ganz viele grobe Rosé-Gold-Glitzerstücke drin. Und das Dupe dazu, ja, das ist quasi die einzige Farbe, würde ich jetzt sagen, die eigentlich gar kein Dupe ist. Die ist vom Grundton her nicht dieses matte Schwarz, sondern eher so ein sehr dunkles Aubergine und dann mit schon leichtem Schimmer mit drin. Und ich finde diese Farbe sehr interessant, muss ich eigentlich zugeben, dieses Dupe. Es reflektiert halt auch das Licht in verschiedenen Farben und mit diesen ganz vielen verschiedenen Glitzerpartikeln drin, ja, sieht das auch irgendwie ganz speziell aus. Das waren jetzt alle Farben und ich muss sagen, von der Trefferquote mit den Nuancen finde ich diese Palette sogar ein sehr viel besseres Dupe als das, was die Naked 2 dazu bieten hatte. Und deshalb ja, kann ich die auf jeden Fall empfehlen. Ich hoffe, dass die bei dieser Palette nicht so schnell die Preise anheben, wie es bei dem Dupe zur Naked 2 ja der Fall war. Aber ja, so ist das halt mit Angebot und Nachfrage. Der Versand hat bei mir etwas sehr lange gedauert, weil wohl irgendwie das Postamt meine Adresse nicht lesen konnte. Dann wurde es erst nochmal zurückgeschickt an den Versender und dann musste er erst nochmal neu
neu absenden. Also bei mir hat es wirklich sehr lange gedauert, aber normalerweise denke ich, sollte es innerhalb von 10 Werktagen bei dir zu Hause sein. Ich verlinke den Shop natürlich unten und die haben auch eine Ioniq 1 und eine Ioniq 2, also ein bisschen angelehnt an die Naked 1 und Naked 2. Das Dupe zur Naked 1 habe ich auch schon zu Hause rumliegen, also vielleicht kommt dazu nochmal irgendwann ein Video. Ansonsten hoffe ich natürlich, dass das Video hilfreich war und du freust dich darüber, dass es so ein tolles Dupe zur Naked 3 gibt. Und dann verlinke ich unten nochmal meine beiden letzten Videos und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.